Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 30 von Oxygen Not Included. Ja, Kommentar von Mordrak war, dass das mit dem Chlor halt halb so wild ist, weil, sag schon, ich, WASD ist das Richtige hier in diesem Fall, nicht die Pfeiltasten, weil ich hier schauen muss, dass das Chlor einfach nur tiefer ist, weil unten wäre Kohlendioxid, dann kommt Chlor und darüber Sauerstoff. Wenn wir genug Sauerstoff haben, drücken wir das halt runter und dann ist erstmal lange nicht das Problem da. Sie läuft natürlich jetzt hier gerade zum Beispiel durch das Chlor durch. Hält Luft dabei an, steht da. Ne? Ist jetzt nicht so ideal, aber wir müssen mal gucken, wie wir da weiterkommen. Ne? Das machen wir gleich alles nach dem Intro. Bis gleich. So, dann schauen wir mal, wie der weitere Weg hier so ist. Also, was haben wir denn hier noch liegen? Wir haben letztes Mal noch die Kohle reingemacht, das weiß ich noch. Filter nicht eingestellt. Achso, da ist noch was über. Na, das ist okay dann. Wir müssen auch gucken, dass wir auf jeden Fall Sachen fertig kriegen, ne? Das wäre wichtig. Hier liegen ganz viele Klamotten rum. Kohle zum Beispiel. Granit und Magmatit. Organisch war das, glaube ich, ne? Ne, Quack. Rohmineral, das war, glaube ich, das Richtige, ne? Ja. Jetzt können die da wieder was reintun. Wieso hat der ein Zahnrad über dem Kopf? Das kenne ich noch gar nicht. Da war gerade ein Zahnrad, ne? Da oben ist wieder ein Zahnrad. Was hat sie für ein Problem? Was lagert Granit ein? Dieses Icon kenne ich nicht. Was war das? Sie hat irgendeinen Bonus wahrscheinlich. Man sieht es leider hier nicht, weil sie hinter der Mauer ist. So ein ganz bisschen kommt immer ab und zu mal runter. So, jetzt sieht man das. Zwei Zahnräder. Halt mal an. Augenreizung. Lagermaterial 1. Super fokussiert. Ah, sie ist besonders fokussiert. Das ist wahrscheinlich das Zeichen dafür, schätze ich mal. Augenreizung, klar, durchs Chlorgas, ne? Das ist nämlich unser Problem dann. So, was sollten wir tun? Wir sollten schauen, dass wir hier dann tiefer graben, auf jeden Fall noch. Und zwar mit... ja. Vielleicht nicht da. Vielleicht eher hier. Aber da ist das Wasser. Ja, wird schwierig, ne? Also momentan wäre es tatsächlich hier tiefer zu graben, sie nicht. Was ist das? Sand, okay. Ja, hier bringt es ja jetzt auch nicht so wirklich was weiter zu graben, oder? Warte mal, 1, 2, 1, 2, ja. Okay. Vielleicht machen wir es erst so und schauen dann weiter. Hier unten gibt es auch schon wieder unser lecker Schleim, der wahrscheinlich kontaminiert ist. Hier wurde jetzt aufgeräumt, das ist schon mal gut. Da lassen wir gerade die Prio ändern, hier von 1 auf ein bisschen was Höheres. Damit der Boden auf jeden Fall schneller kommt. Die Pumpe hat immer noch keinen Strom. Vielleicht sollten wir da die Prio für den Strom mal ändern, die ist nämlich ziemlich niedrig. Für die beiden Leitungen, dass die mal fertig werden, dann muss da keiner so lange durchs Wasser watscheln. Vor allem dann nicht, wenn da so viel ist, ne? Okay. Was haben wir hier gebaut? Sauerstoffmaskendock. Haben wir auch schon eins fertig und ist sogar eine Maske drin, ne? Aber kein Sauerstoff dafür da. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall den Filter, ne? Kein Filter ausgewählt. Gasausgabe, alle Gabe. Ausgabe 2, nichts. Sauerstoff. Gut. Wo ist Luft? Das? Nee. Okay, das wird auch schon auch passend. Und dann geht der Sauerstoff da hoch. Sehr gut. Ah, wir machen das tatsächlich gerade fertig. Ist das denn auch auf normal? Gasleitung. Nochmal Gasleitung auf 6.
Gasleitung auch auf 6. Dann haben wir die erste Maske zum Beispiel da, ne? Und dann sollten wir darüber nachdenken, dass hier der Weg tatsächlich nur noch über die Gasmaske läuft, ne? Wir haben es ja deaktiviert, das können wir dann aktivieren. Toilettengang geht definitiv noch hier lang. Hm. Müssen wir mit der Toilette nochmal überdenken dann, ne? Diese Tür vielleicht doch zumachen. Oder diese Türen zumachen. Geht auch. Ja, müssen wir mal gucken, wie es wird. Das ist auf jeden Fall eine Luftschleuse. Hier liegt noch ganz viel zum Entsorgen, ne? Hier haben wir schon ganz viel Sauerstoff. Hier können wir eigentlich noch mehr bauen, ne? So, jetzt geht das mit der Maske. Hier oben ist die Anzeige, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja, da bewegt sich was, da wird es blau. Und die Schleuse wird auch gemacht, das ist sehr gut. Wenn wir da schon die Schleuse machen. Hm. Ja. Gute Frage, wie es da weitergeht, oder? Hier ist zwar fertig, aber es gibt noch keinen Stromanschluss. Overlay Strom. Diese Leitung ist gebaut, hat aber keinen Anschluss nach hier hinten irgendwo. Okay, da könnten wir was anschließen. Das wäre das. Und da muss man noch weiter überlegen, wie es hier weitergeht mit dem Strom, ne? Das Wasser ist allerdings schon jetzt ziemlich hoch. Das ist zwar schon ziemlich wenig hier, aber da müssen wir gucken, wie wir damit klarkommen. So, das hat alles gut funktioniert. Hier wäre jetzt dann... Ich glaube, wir machen erstmal einen zweiten. Fertig. Gasleitung ist auf 6. Sauerstoffmaskendock ist auf 6. Das zweite. Machen wir. Und ist auch tatsächlich voll, ne? So, jetzt müssen wir überlegen. Hier, hier. Also der Weg ist der einzige Weg. Der woanders ist, ist hier. Der nicht an diesen Masken vorbeiläuft. Da müssen wir mal noch genau überlegen, was wir da tun mit dieser Wand. Oder dieser Tür. Wir müssen die Toiletten so oder so umbauen, ne? Wo kommen die hin, das ist die Frage. Ja, hier oben ist unser Ding hier erstmal. Ja, komm, wählen wir erstmal Blaupause. Dünger. Oder ein Dupe dabei. Wir haben 26.000. Wir haben ein Bett frei. Wir sollten noch einen Dupe dabei nehmen. Forschung 1. Doktortätigkeit 1. Bauen 1. Versorgung ist Stärke 6, Kochkunst ist 4, Kreativität Maschinen bedienen. Tierzucht erhöht, Keimresistenz erhöht, Kreativität gesenkt, Dekoration. Also der wäre schon mal okay von den Mali und Boni. Nahrung, Moral, Bonus erhöht, Stärke erhöht, Kalorien gesenkt, bodenloser Magen. Das ist nicht so dolle. Kleine Blase, die pinkelt mir an der Basis, macht's Wasser dreckig, also nix. Wenn, dann R. Kreativität und Maschinen, ja. Okay. Kunstwerke müssen wir definitiv auch dazu kriegen, damit wir schöner werden. Also es macht schon Sinn, ihn zu nehmen. Und der Dünger ist jetzt nicht der, den ich haben möchte. So, der Dupe kriegt das Bett. Dann ist das schon mal geklärt. Drumherum ist ja auch einigermaßen abgebaut. Das Einzelzimmer ist schon fertig, ne? So. Wenn Einzelzimmer, dann mit Tür. Und dann müssen wir noch Toilette und sowas bauen. Eine Blume haben wir hier. Wofür war dieser Platz frei? Gute Frage, ne? Waschbecken. Sanitär. Ach, Waschbecken war bei Medizin. Den Waschzuber stellen wir jetzt mal da hin. Dann gibt es noch eine Dusche. Das war jetzt sanitär. Die Dusche am Ende.
glaube, Dusche am Ende, dieses Plumpsklo davor. So wär's. Das macht so Sinn. So, Leitungen. Und Wände vor allem. Die Ziegel müssen hier erstmal hoch. So, der Raum ist dann abgeschlossen. Okay, dann Leitungen noch legen. Sanitärrohre. Ich würde jetzt die nach da ziehen und die nach da ziehen. Dann verbinden. Wo legen wir das Abwasser lang? Gute Frage, ne? Das Frischwasser kommt von hier. Ist das Frischwasser? Ich glaube ja, ne? Nee, das ist schmutziges Wasser. Gut, dass wir nochmal geschaut haben, ne? Ach so, die Pumpe ist auch schon da unten, gut. Und der Anschluss ist hier. So, dann brauchen wir die Brücke. Drehen wir die mal. Ach, er war es nicht, ne? Ja, wieder weg. Brücke drehen wir. Oh. Die Richtung ist die verkehrte. Das ist die richtige. Da muss wohl auch einer hin. Die Leitung ist nur fertig wahrscheinlich, ne? Gut. So, Frischwasser läuft schon mal, ne? Ja, ich brauche das Sanitär-Overlay doch nochmal. Die Rohre brauchen nur hier runter, ne? Hier ist zwar nicht schick, aber kann man auch nichts gerade ändern, ne? So, das Einzelzimmer wird dann fertig. Hier haben wir auch schon fertig. Sauerstoffmaskendock ist auf 6, passiert aber noch nichts. Warum passiert eigentlich da noch nichts? Kupfererz fehlt da. So, dann lassen wir gerade hier schauen. Prio ist da 5. Dann machen wir gerade die Prio 6 raus, damit wir da den Raum zukriegen. Macht Sinn, glaube. Da ist, glaube ich, gerade geliefert worden. Der letzte Strom wird noch nicht geliefert da. Ja, wir haben schon wieder genug Aufgaben gemacht, ne? Hier ist es mit dem Wasser jetzt nicht so dolle, ne? Holt natürlich nasse Füße sich, ne? Und hat Wasser geholt. Pumpe höher legen geht gerade schlecht. Müssen wir hier was wegarbeiten vielleicht. Und er lebt noch, weil da unten gerade Dingens ist, eine Sauerstoffblase hier. Obwohl das Kohlendioxid ist. Ja, schwer für den. Ja, das mit dem Wasser ist jetzt hier doof. Ich würde jetzt tatsächlich hier noch mehr graben wollen. Und da machen wir das auch noch drunter weg. Und dann machen wir die Prio da auf 7. Damit wir denen die kalten Füße nehmen. Das bringt ja nichts. So, da läuft einer rüber. Kann er. Hat aber nichts gemacht. Aber Ellie macht das schon. Ellie hat's raus, ne? Ja, ich glaube, wir müssen das Ding gleich auch noch wegmachen. Ellie macht das schon. Geht Ellie auch hier vielleicht hoch? Ja, sehr gut. Kann man da aufwischen? Könnte man.
Aber brechen wir wieder ab, weil da will ich nicht wissen, weil wir ja noch Wasser drin haben, ne? Okay, da wird was gebaut, das ist schon mal gut. Ellie macht da noch weiter. Das bedeutet, wir müssen definitiv das noch weggraben und das noch weggraben. Raus kann man auch da. Okay, Ellie macht das weg. Passt. Geht das Wasser so weit runter, dass wir hier keine nassen Füße mehr kriegen? Das ist die Frage, ne? Forschung ist übrigens abgeschlossen, sehe ich gerade. War auch gerade erst, glaube ich, ne? So, Forschung. War. Was hatten wir da? Ja, ich weiß, dass wir was hatten. Was fortschrittlich danach noch? Der Gastank war es, genau. Wo ist jetzt der Gastank? Hier, den wollten wir bauen. Weiter geht's. Okay, wo ist das Wasser? Hier. Ah, die kriegen keine nassen Füße mehr. Alles ist gut. Jetzt muss nur noch Erde rausrollen. Und dann, was war die Forschung? Isolierter Ziegel und Eismaschine, Eislüfter und Raumheizung. Okay. So. Das haben wir erstmal. Das bedeutet, wir graben einfach hier noch ein bisschen mehr. Hier drunter ist ja auch noch Platz, ne? Dann lass uns das mal so machen. Ellie kriegt das schon hin, ne? Der kann ja vielleicht sich jetzt doch noch tatsächlich vielleicht retten. War das der hier unten? Vielleicht, wenn er Glück gehabt hat, war es. Okay, das Wasser ist erstmal runter. Mach das mal so. Ich glaube, die drei Stellen machen wir auch noch weg. Und das auch. Hier kann Ellie hoch. Hat schon nasse Füße gekriegt. Freut er sich natürlich nicht. Ich weiß nicht, wo er jetzt hingeht. Jetzt holt er die Schmutzwurzeln. Alles klar. Gut. Und weil es so schön ist, machen wir das da gleich auch weg. Wie sieht es da mit dem Bau aus von der Priorität da der Fläche? Mach das mal auf 6. Essen wird gemacht. So, wir haben wieder reichlich Engens gemacht. Sag schon, neue Aufträge gemacht. Hier fehlt was. Nicht konfiguriert. Anzug liefern. Warte auf Anlieferung. Okay, da ist noch keine Maske. Haben wir hier keine gebaut? Doch, ne? Da liegt doch eine, oder? So, ach, die muss man den Leuten zuordnen auch noch. Wow. Okay, wer macht's? Das ist die Frage. Kann ich die nicht, die Zuweisung allen machen? Ich gebe erstmal Ellie eine, oder? Schauen wir mal, wie es wird. Essen ist da. 28.000, passt auch. Sauerstoff sieht natürlich wunderbar aus, ne? Ja, hier nicht, aber in den Bereichen, wo es ist, ist schon mal gut. Müssten wir mit dem Kohlendioxid noch schauen, wo der hier abgeführt werden kann, nach unten, ne? Naja. Ellie hat hier schon wieder ganze Arbeit geleistet, wie wir sehen. Das passt schon mal. Das Wasser haben wir hier bald weg. Grab das mal noch aus. Mach mal so. Ellie macht das schon.
Und dann können wir ja schon mal hier Ziegel neu bauen. Oder den da vielleicht nochmal abbrechen, sonst tropft es da vielleicht nachher nicht runter. Aber so geht's erstmal. Ist denn die Wasserleitung hier irgendwo gemacht? Die Stromleitung? Ja, die Pumpe da geht schon mal. Die Leitung ist bis hierhin nicht benutzt. Wie ist denn das? Ja, die ist auch noch nicht... Ah ne, dieses Stück doch. Das Stück ist schon fertig. Inhalt der, ja. Ich weiß jetzt nicht. Verschmutztes Wasser geht da. Wo ist die andere Farm, die wir angeschlossen haben? Weiß auch keiner, ne? Müssen wir gucken. Okay, aber ich würde sagen, wir sind erstmal so weit, dass wir hier einen Cut machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins. Falls ihr euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.